Hallo Leute, willkommen zurück zu Super Mario RPG! Letztes Part waren wir in Molleville, haben Kinder gerettet, sind ein bisschen mit dem Minecart gefahren und haben nicht viel weiter gemacht, außer wir sind hergekommen. Das da links drüben, Leute, ist kein Grafikbug, muss ich mal sagen. Es sieht zwar so aus, ist aber keiner. Auch wenn es ein bisschen komisch aussieht, so. Naja. Das soll ein Hinweis sein, dass da was ist später, ja. Aber weiter hier. Hä? What the? Das ist ein Gegner? Artischocker, okay. Ach so, das ist so eine Fail-Blume. Okay, okay. Feuer! Diese Art Gegner habe ich ja komplett vergessen, Leute. Wir sind jetzt auf der Suche nach dem vierten Stern, Leute, unter anderem. Er macht wie Cover, oh, das nervt. Das ist nämlich Heilung, Leute. Das nervt einfach. Aber solange ihr mehr Schaden macht, als ihr heilt, geht das. Aua! Dann haben wir, ja, den Orangenstern gekriegt. Und eigentlich nicht viel weiter gemacht, außer wir haben einen Feuerwerkskörper gekauft und 500 Münzen. Und wow, 100 Schaden. Und dafür einen Shiny Stone gekriegt. Tja, und hier hinten, da war mal irgendwas, oder war es woanders? Naja, egal, weiter! Juhu, schön weiter, immer weiter. Ach stimmt, das war hier. Hier ist eine Blume, eine Riesenblume. Wow, ganz groß. Und hier ist ein versteckter Schalter. Wenn man da drauf kommt, Leute, man geht einfach mal hin und springt einmal. Und dann bekommt man Münzen. Für jeden solchen Igel 10 Münzen, das ist einiges. Also brauche ich eigentlich nicht mehr wirklich, ich werde nicht mehr so viel einkaufen. Und naja, ich lebe nicht so viel von Items. Und das war schon von Booster Pass, Leute. Leider, der ist leider sehr kurz. Aber jetzt geht's weiter zum Booster sein Tower. Also rein da. Hä? Okay, den kennen wir doch. Booster hat einen netten Platz wie mein Schloss. Ich vermisse die guten alten Tage. Totsdoll schreit in Terror. Mario versucht sie immer zu retten. Ja, alten Tage. Hey, Mario! Ja, okay, okay. Ganz ruhig. Er soll dich nicht so sehen. Interessant, dass er in der dritten Version redet. Hey, wo warst du denn? Nein, nein, Moment, das klingt dumm, das klingt dumm. Das war falsch. Mehr ernsthaft. Ernsthaft. Du! Was machst du denn hier? Wenn du Toaster suchst und sie retten willst, sie weint wie ein Baby. Nämlich da oben. Was? Peach ist da oben? Oh, ich glaube, ich habe Stimmen gehört. Das kann nicht sein. Ich kann es glauben, nicht glauben. Es ist Mario! Mario! Ich bin hier oben! Okay, dann retten wir mal Prinzessin Peach wieder mal, aber nicht von Bowser sein Schirr anscheinend. Diese Stimme! Es ist Toadstool! Ich hab geglaubt, sie geht weg, aber sie ist hier! Ja, ich werde jetzt zu meinem Schloss zurückkehren! Arsch! Geh weg, du! Knirps! Wow! Ja, okay, okay, gern. Dann retten wir mal Prinzessin Peach da rein! Hallo? Die Tür ist zu? Hallo, geht's hier wieder auf? Ist ein Schlüssel? Naja. Ist hier irgendwas was? Habe ich irgendwas vergessen im Booster Pass? Schauen wir mal nach. Nein? Da war doch mal was, Leute. Ah, jetzt habe ich. Ich musste Dreieck drücken, genau. Dann kommt er wieder. Was? Du bist doch immer hier! Dieser Ausdruck in dein Gesicht. Ich hab's. Geh aus dem Weg, kürzer! Wow. Oh, okay. Bowser hilft uns? Was anderes. Das ist ein bisschen Arbeit, nicht? Diese Power und diese Dinge da drin. Ich weiß, du denkst,
Ein ganz großer Typ wie ich werde es nie zu erschaffen, richtig? Das denkst du. Aber du wirst es später bereuen. Ich werde deine Koopa-Troop zäunen. Du kannst mir später danken. Hey, was? Mario und seine Freunde sind der Koopa-Truppe beigetreten, ob wir wollen oder nicht. Bowser ist jetzt in der Gruppe, Leute. Ob das jetzt positiv ist oder negativ? Nein, ich brauche keine Erklärung, wie man switcht. Okay, Bowser ist ein ziemlich cooler Charakter, Leute. Man kann jetzt Party-Member switchen und klickt auf Switchen, dann kann man auswählen. Einzigen, den man nicht switchen kann, ist Mario. Den muss man immer drin lassen. Was ich hier interessant finde, Leute, auch wenn das Party-Mitglied nicht hier im Team ist, es levelt trotzdem mit und das gar nicht so langsam. Also Bowser, ja, ich mach mal rein statt Chino. Obwohl Chino ein ziemlich geiler Charakter ist später, aber jetzt kann ich ihn nicht gebrauchen. Bowser ist besser. Hallo, ich habe von Prinzessin Peach gehört, ich will hier sie retten. Hallo! Booster ist gerade beschäftigt, so er kann nicht spielen. Komm zurück, wenn er Zeit hat. Und mit mir beschäftigen. Okay, kleiner Fight gegen einen Schalke, Leute. Tja, Fire Orb, Super Jump. Ob ich es noch wieder kann? Kann ich wieder? Yeah. Nein, ich kann es noch immer nicht. Eieiei. Irgendwas hat es mit der Steuerung, Leute, ich glaube, es hakt. Und Bowser kann nämlich Terrorize. Das ist ziemlich lustig. Rotiere das Kontrollbett so schnell wie du kannst. Okay. Wenn man es richtig macht, Leute, ist er Rufzeichen da. Und dann ist er verängstigt. Also er hat auch niedrige Werte. So wie niedrige Angriffswerte und so. Und ich muss jetzt mal den Superjump üben. Komm, Mario. 1, 2, 3. Warum kann ich denn nicht mehr? Hallo, ich glaube, es hakt. Dann werde ich mal offscreen mal ein bisschen trainieren, Leute, weil das geht gar nicht mehr. Dreimal. Das geht wirklich nicht mehr. Die blauen Schalkers, Leute, die kämpfen nur. Also die lasse ich mal in Ruhe. Dann hier ist ein Bob-Omb, ein kleiner. Da kann man Wimpel hüpfen. Yeah. Der hat auch seinen Spaß, ne? Aber ansprechen kann man ihn nicht. Das ist auch interessant. Das da oben ist wahrscheinlich die Galerie. Lauter komische Gesichter, Leute. Okay, gelbe Kappe, rote mit Ding. Oh, hey, bleib stehen, ich will Peach retten. Bleib stehen. Oh, hier kommt Shaker ist raus. Okay, dann chill ich mal ab und drüber springen. Was ist dieses Rauschen? Oh, ein Spielzeugzug. Hi. Ich wollte auch mal eine haben, aber naja. Ich bin Booster! Ich bin geträumt in diesen Turm von Amusement? Ich habe mal gewusst, was das heißt, aber naja. Normal heiße ich jeden willkommen, der vorbeischaut. Mit mir und meinen Sniffy zu spielen. Wie auch immer. Ein Mädchen ist vom Himmel gefallen. Und ja, in mein Labor, wie auch immer. Seitdem bin ich mit ihr beschäftigt und ich bin froh und unterhalten und werde andauernd von ihr ein Wort mit B. Ich habe jetzt keine Zeit mehr für Spielen, aber du kannst doch immer hier unterwegs sein, aber auf deine eigene Verantwortlichkeit. Oh, okay, hier hinten müsste irgendwas sein, soweit ich mich erinnern kann. Doch nicht? Was? Warum ist jetzt zurückgelaufen? Nicht so, okay. Aber hier hinten ist was, das weiß ich. Nämlich eine blaue Tab. Ich brauche mal wieder Blumenpunkte, Leute. Also, renn damit. Und ich habe Blumenpunkte geheilt, plus 3 sogar. Die Musik, Leute, ist jetzt auch mal interessant. Irgendwie so komisch. Und hier, diese neuen Bob-Oms sind, haben lilere Füße. Sind auch interessant. Halten wir aus. Und hier hinten ist der Booster. Verfolgung! Aber hier, nicht vergessen, ein Fragezeichenblock, der schwer zu erwischen ist. Ich werde es probieren. Achso, Moment. Ich weiß schon, wie wir ihn kriegt. Ich habe es jetzt nämlich dreimal verprobiert, Leute. Nämlich Obscan wieder rauf und runter gegangen. Da muss man später was machen. Ich habe es ganz vergessen. Und hier, weiter. Hier ist ein Schalter. Draufspringen natürlich. Es war etwas Lautes zu hören. Es ist das draußen passiert. Check
den Booster Pass. Das mache ich später, Leute. Ich werde es euch jeden Fall zeigen. Und hier hinten, das ist ein interessanter Vorhang. Geht mal rein, Leute. Und man kommt als Mario raus. Dann alles Mario. Die geile Musik. Und wenn man jetzt raus will, Leute, ist auch interessant, dann kommt die eile Musik. Hilfe, ich hab's eilig! Ich weiß nicht, warum das da drin ist, Leute, aber es ist witzig. Man kann es leider nicht nochmal machen. Das ist nur so ein einmaliges Regret, finde ich schade. Also es ist richtig witzig. Hier sind Shy Guys ohne Ende. Ich werde sie mal ausweichen, so gut ich kann. Und der schwarze Shy Guy da hinten, der nervt auch ein bisschen. So. Ha, vorbei. Wieder Bob-Oms ohne Ende. Wow. Na gut. Gibt's wieder mal einen Kampf. Nee, Runway mache ich nicht. Wie ein Pokémon. Ich laufe nie weg. Wow, die halten einiges aus. Donnerblitz! So, ehrlich gesagt, haben die eine magische Schwäche. Ja, geht so. Bowser kann ganz schön zuhauen aus seiner Klaue. So, zack. Bowser richtig zu drücken, Leute, ist eigentlich einfach. Wenn er seine rechte Hand geschwungen hat, einfach drücken und fertig ist die Party. Dann hat man einen Time-Hint und macht mehr Schaden. Und hier ist der Speicherpunkt. Yeah, speichern! Okay, was ist hier? Schau auf Booster seine Familienporträts in Reihenfolge. Vom jüngsten zum ältesten. Okay. Und jetzt? Da brauche ich einen Schlüssel. Okay. Wie auch immer. Das sollte man sich merken, Leute. Auch wenn es egal ist, die Reihenfolge. Weil man muss es sich nicht merken. Man kann auch dann machen 3 and Error. Werde ich auch machen. Hier ein Pilz zum Heilen und hier geht's rauf. Eine schöne Wippe, oder? Und hier kann man nicht drauf, auch wenn es so aussieht. Man muss nämlich hier lang. Neue Gegner, Leute. Der hinten, da rechts hinten, der ist interessant. Das ist ein richtiger Magier. Also hat eine hohe physische Verteidigung und kann nur Magie wirken. So wie Flammenwahl. Yeah! Aua! Aber nicht sehr stark. Später wieder stärker, aber es geht so. Und Bowser, Leute, hat sehr gute HP-Werte, wie wir sehen. Also 80 von. Ja, 80 halt. 74 von 80, so. Mehr wie Mario und der haut auch stärker drauf wie Mario. Also Bowser ist besser wie Mario. Man sieht schon, dieser Ding da hat zwar 10 KP nur, das weiß ich auch nicht, glaube ich. Oder hat es weniger? Auf jeden Fall sehr wenig. Hat aber eine sehr, sehr hohe physische Verteidigung. Und nein, es waren doch 5. Die zweite Form hat 10. Man haut nicht stark drauf auf den, allerdings wenig HP. Und hier drin ist eine Froschmünze. Sowas kann man herausfinden. Und da rein ist auch etwas interessantes. Lauter Münzen! Yeah! Man sollte hier den Weg nach Münzen gehen, Leute, weil der ist sicher. Wenn man hier fail geht, das werde ich jetzt sicher machen, weil ich weiß den Weg jetzt nicht mehr auswendig. Ja, da kommt so eine blaue Flamme und dann gibt es einen Kampf. Es ist nicht schwer, diese Gegner, diese blauen Flammen da, halten nicht viel aus, teilen auch nicht wirklich aus. Oh, neuer Angriff, Mega Drain. Aua, du hast Merlo getötet, dafür wirst du getötet. Das Gute an denen, Leute, ist, sie haben eine schlechte physische Verteidigung. Oh, Bowser, triff doch mal. Ja, macht nicht viel Schaden, aber Mello, du brauchst mal unbedingt mehr. Hallo? HP? Und treffen! Was? Was hat der für Ausweichen, ey? 100? 1000? Hat er 6 mal Doppelteam eingesetzt? Anscheinend. Normal trifft man ja an. Dauernd! Hallo? Ich glaube, es hackt. Ich werde jetzt mal probieren mit dem Sprung, Leute. Mit einem normalen Sprung. Ja, okay, spring! Kapum! Geht doch. Auch nicht gleich so. Eieiei. Und es gibt ein Spiel.
Wir bekommen doppelt so viele Erfahrungspunkte, wenn wir wollen. Okay, mache ich. Nein! Ah, okay, nächstes Mal. Das gibt es nur in Booster sein Schloss, Leute. Solche Minispiele, die unsere Münzen erhöhen können oder unsere Erfahrungspunkte. Ist ziemlich interessant, finde ich. Ach, ausweichen, abwehren, yeah. Ja, da bin ich noch nicht auf wen. Auf Mario, okay. Mello hat ein HP, Leute, also. Wie ich vorhin schon mal gesagt habe, wenn man tot ist und wieder aufwacht, weil Zustandsveränderungen sind hier nicht dauerhaft, hat man ein HP. Finde ich schade, dass mit den Zustandsveränderungen hätte man besser machen können. Und haut drauf, Bowser! Oh, sogar diesmal getroffen! Aber ehrlich, was habt ihr vorhin... Was hat ihr doch vorhin wirklich für einen Ausweichwert? Das will ich gerne wissen. Hier ist eine grüne Münze, hier ist eine gelbe und das dahinter hin. Yes. Und das ist offen, weil wir Schlüssel haben. Und hier ist was drin, nämlich ein Zoom-Schuh-Accessoire. Das, Leute, ist zum Ausrüsten. Damit wird ein Charakter schneller. Das gebe ich jetzt mal Bowser, weil ich mal so dreist bin. Ich steige da auch ein paar Verteidigungswerte, aber das mit der Schnelligkeit kann man auch arbeiten, Leute. Hier geht's weiter. Und hier sind Kettenhunde. Die kann man auch ausweichen, wenn man keinen Bock hat zu kämpfen. Und hier ist Booster. Chicka, chicka! Hui, chicka, chicka, hong! Das ist mein persönlicher Schienen! Alle? Ah! Hey, du bist wieder! Es ist wunderbar, dass du hergekommen bist! Seit du hier bist! Vielleicht könntest du für mich aufräumen! Mein... Also, mein Gebet zu sein ist... Mario, help me! Mario, help me! Ist das ihre Fröhlichkeit zu dir? Hey! Warte! Mario ist ein anderer, das war Peach, oder Toto, die heißt. Was glaubst du, was für Mario redet, hä? Willst du sie zurücknehmen? Dann nimm das! Ich verstecke mich mal, da hinten. Ich bin Marios Bild, hallo! Mach mir ein Foto von Mario, das sieht dann so aus. Man kann auch alle Bomben hier bekämpfen, Leute. Ich werde es nicht tun, ich werde da hinten jetzt chillen, bis die explodieren. Die explodieren nämlich ich dann mal, ja. Und tschüss. What? Warum ist er nicht tot? Ich habe keine Bomben mehr. Wir sehen uns. Ja. Hier ist wieder ein Jumpleiter. Immer leicht zu übergehen. Und hier ist ein Speicherpunkt. Aber zuerst will ich das Item da hinten haben, nämlich eine Froschmünze. Und bei diesem Speicherpunkt, Leute, geht es das nächste Mal weiter im Booster seinen Turm. Werden wir Peach retten können? Und was hat es mit Booster eigentlich auf sich, dass er mit jedem spielen will? Ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Es bleibt weiterhin mehr oder weniger spannend.